Wir wollen direkt einmal nach Paderborn schauen, denn dort informiert die Stadt nun über die Schäden durch das Unwetter und den Tornado gestern Nachmittag. Können Sie auch die Vorhaben? In Paderborn wurden nach Polizeiangaben 43 Menschen verletzt, 10 davon schwer. Die Bilder der Verwüstung in der Stadt sind dramatisch. Die Aufräumarbeiten, sie laufen natürlich, aber die Schäden werden sich im Millionenbereich bewegen. Wir wollen natürlich etwas dazu sagen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Paderborn ist entsetzt, Paderborn ist schockiert und Paderborn ist mehr als tief betroffen. Gestern ist ein unsagbarer Tornado über Paderborn gewütet und hat Paderborn im Zentrum der Stadt und in weiten Teilen der Innenstadt sehr stark zerstört. Ich bin gestern den ganzen Nachmittag ab 17 Uhr gemeinsam mit Ralf Schmitz, der neben mir sitzt, unterwegs gewesen, habe mir ein Bild davon gemacht. Über 400 Einsatzkräfte sind unterwegs gewesen, haben über 200 Einsätze durchgeführt. Leider ist eine Person schwer verletzt, schwerst verletzt. Und wir sind in Gedanken, das ist mir sehr wichtig hier heute zu sagen, alle gemeinsam bei dieser Person und hoffen, dass sie so schnell wie möglich genesen wird. Es sind insgesamt 43 Personen verletzt worden und davon 13 Personen schwer verletzt. Und insofern nochmal, wir sind in Gedanken bei allen Verletzten und wünschen allen gute Besserung. Ich möchte mich ausdrücklich im Namen der Stadt Paderborn, aber auch ganz persönlich bei allen Einsatzkräften aus tiefstem Herzen bedanken. Das gilt für unsere Feuerwehren. Das gilt für die Polizei, das gilt für das technische Hilfswerk, die uns sehr aktiv unterstützt haben und das gilt auch für die Hilfsorganisation. Ebenfalls gilt das für die breite Öffentlichkeit, die in einem hohen Maße Hilfe angeboten hat und ebenfalls sehr aktiv ist. Ich bin mit Herrn Schmitz gestern die Stationen abgefahren und möchte... Sie wollen hier die Mikros, ich bleib mal hier sitzen, ist vielleicht. Bin die Stationen abgefahren, Sie sehen das hier auf dem Bild. Begonnen ist dieser Tornado schwerpunktmäßig in Paderborn im Bereich des Riemeke-Bereich. Riemeke-Park, Schulstraße, wo im hohen Maße Zerstörungen durchgeführt worden sind. Im Riemeke-Park sind sprichwörtlich die Bäume umgeknickt wie Streichhölzer. Es sind unzählige Dächer komplett mit den Pfannen entdacht worden. Es sind viele Scheiben eingeschlagen worden durch den Wind. Wir sind dann weitergefahren über die Friedrichstraße, über den Bereich der Königstraße, also im Herzen der Stadt, wo unser neuer zentraler Omnibusbahnhof entsteht, wo Ampeln wie ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Streichhölzer umgekippt sind, Bäume umgekippt sind, auf einen Bus geschlagen sind, auf einen Ziehharmonika-Bus geschlagen sind. Gott sei Dank wurden hier keine Personen schwer verletzt. Und dieser Tornado ist dann weiter in das Pader-Quellgebiet und hat rund um das Pader-Quellgebiet unzählige Dächer zerstört, Scheiben zerstört, das heißt Wohnungen nicht weiter bewohnbar zu machen. Und das Pader-Quellgebiet ist sprichwörtlich in sich zusammengebrochen. Wir haben uns das Bild gemacht. Es ist ein unvorstellbares Bild gewesen und ist es nach wie vor. Wir haben hier auch ein Foto. Das könnten wir mal zeigen. Sie sehen das hier auf diesem Foto, das Pader-Quellgebiet. Sie sehen rundherum die Schäden an den Dächern. Den Heimischen ist bekannt das Liborianum, wo das Dach sehr stark zerstört ist. Und die Dachpfannen sprichwörtlich
in benachbarten Häusern sich in den Putz gefressen haben. Mit solchen Dimensionen sind die Dachpfannen ja durch die Gegend geflogen, durch die Luft geflogen. Wir sind dann von hier aus, also dieser Bereich des Paderquellgebiets, weiter die Bennhauser Straße raus. Wir sind dem Tornado sozusagen gefolgt, die Bennhauser Straße raus, wo in einem Korridor von rund 300 Meter Breite im hohen Maße Zerstörungen durchgeführt worden sind und sind dann in den Dörenpark gekommen, unser großes Gewerbegebiet, wo Betriebe sprichwörtlich komplett zerstört worden sind, wo Dächer im hohen Maße zerstört worden sind, wo Scheiben eingeschlagen wurden, wo ja, Leitplanken wie Papierschnitzel durch die Gegend geflogen sind. Es ist einfach ein unfassbares Bild, was sich geboten hat. Wir sind dann weitergefahren Richtung Stadtteil Bennhausen, wo ebenfalls starke Verwüstungen stattgefunden haben, wo im Übrigen auch ein Feuerwehrfahrzeug von uns in die Windhose gekommen ist und ein Baum in die Windschutzscheibe geschlagen ist und Gott sei Dank beide Insassen, die vorne gesessen haben, nicht verletzt worden sind. Und das gilt eben für viele, viele Einsätze. Wir sind heute Nacht mit allen Einsatzkräften immer wieder im Gespräch gewesen und ich bin sehr dankbar, dass es insofern ein Stück weit glimpflich über die Bühne gegangen ist. Wir haben gestern Abend den öffentlichen Personennahverkehr in Paderborn eingestellt. Dieser ist mittlerweile wieder in Betrieb. Es gibt eine unglaubliche Hilfsbereitschaft aus der gesamten Bevölkerung, die sich seit gestern Abend rund um die Uhr gemeldet haben. Wir sind sehr dankbar, ob dieser großen Hilfsbereitschaft. Lassen Sie mich einige Fakten nennen. Wir haben heute Morgen um 9 Uhr im Krisenstab hier in diesem Raum zusammengesessen und haben uns entschieden, für morgen den Tag des Sports abzusagen. Er wird morgen nicht stattfinden. Wir haben entschieden, heute das Lunaparkfest geschlossen zu halten. Und wir haben ebenfalls entschieden, uns heute Nachmittag ein Bild zu machen, wie es mit den Schulen und den Kitas in den jeweiligen Bereichen steht. Und wir haben festgelegt, dass wir hier natürlich keine Kinder und Schülerinnen in Gefahr setzen wollen. Also insofern, da wo notwendig, werden wir die Schulen auch entsprechend schließen. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass sich unser Ministerpräsident Hendrik Wüst für heute Nachmittag angekündigt hat. Und soeben wir mit dem Innenminister Herbert Reul gesprochen haben und er heute Nachmittag ebenfalls nach Paderborn kommen wird, um sich ein Bild zu machen. Beispielhaft möchte ich dem Paderborner Bürgerschützenverein ein herzliches Dankeschön sagen, die dafür sorgen werden, dass am Schützenplatz alle Helferinnen und Helfer mit Speisen und Getränken versorgt werden. Also man sieht, hier greifen wirklich sprichwörtlich alle Speichen ineinander. Und das ist das, was Paderborn ausmacht. Und darum bin ich unendlich dankbar dafür, aber auch tief schockiert, wenn man sieht, was in so einer kurzen Zeit mit einer Stadt passieren kann. Und darum nochmal Ihnen allen ein herzliches Willkommen hier zur Pressekonferenz. Und ich darf an unseren Landrat Christoph Rüther übergeben. Ja, danke schön, Michael Dreyer. Auch ich heiße Sie natürlich hier herzlich willkommen. Und ich bin persönlich noch sehr betroffen. Wir saßen im Kreishaus, wir waren gerade mitten in einem Strategie-Meeting und das Kreishaus ist auch mitten in dem Gebiet, das betroffen ist. Und wir haben hautnah erfahren müssen, dass das Kreishaus und auch die Polizeibehörde die Dächer flogen, vom Dachziegel runterflogen. Wir hatten auch einen Verletzten bei uns am Haus liegen, der auch von Umherfliegenden getroffen wurde. Und wir haben uns sofort ein Bild gemacht, wir haben sofort einen Stab eingerichtet bei der Polizei, aber auch bei uns im Kreishaus. Michael, es hat keine 5 Minuten gedauert, wir hatten Kontakt zusammen aufgenommen, haben uns mit der Stadt abgestimmt und das war ein Ort der Verwüstung und mir tut es unendlich leid für alle Menschen, die verletzt wurden, 43 insgesamt. Und unsere Gedanken sind natürlich vor allem erstmal bei den Menschen, die dort betroffen sind, aber natürlich auch bei vielen, die in ihren Häusern nicht wohnen können. Die Dächer sind weggeflogen, Bäume liegen dort. Wir haben innerhalb kürzester Zeit zwischen 17 und 22 Uhr weit über 2000 Anrufe gehabt mit verschiedensten Hinweisen.
sind denn auch nachgegangen, haben natürlich unterstützt. Wir haben alle Feuerwehren im Kreis angefragt und haben auch sofort Zuspruch gehabt. Alle Feuerwehren haben zugesagt, die Löschzüge sind rübergekommen, haben sich natürlich dann hier bei der Feuerwehr mit eingereiht, haben mit unterstützt. Wir haben seitens der Polizei über 100 Einsätze gefahren, sind vor Ort gewesen und haben vor allem auch da unterstützt, wo Gebäude gesichert werden mussten. Dort sind wir eingestiegen und sind auch die ganze Nacht dort am Ball geblieben, um eben den Bürgerinnen und Bürgern auch die Sicherheit zu geben, die dort auch erforderlich ist. Ich sage auch nochmal ganz herzlichen Dank an alle Rettungskräfte, an die Polizei, die Feuerwehr, aber auch alle anderen Rettungskräfte, beispielhaft auch mal den THW, aber auch alle anderen, was hier geleistet wurde innerhalb kürzester Zeit. Und Michael, ich gebe dir recht, man kann stolz sein auf das, was in Paderborn dann auf einmal passiert. Also innerhalb kürzester Zeit, es waren wenige Minuten, waren alle da und es waren mehr Leute da auch bei der Polizei, wie viele Kollegen und Kollegen sofort an Bord waren, die eigentlich keinen Dienst hatten. Alle waren da und haben gesagt, was sollen wir tun, wir reihen uns ein und da kann man dankbar sein. Und wie gesagt, aber noch einmal, unsere Gedanken sind natürlich erstmal zunächst bei den Verletzten und wir wünschen von hier aus alles Gute. Und wir sehen jetzt zu, dass wir gemeinsam alles aufgeräumt bekommen. Wir haben da auch vorhin gesprochen, dass wir Unterstützungsleistungen auch aus den anderen Kommunen, die Angebote bekommen haben, die würden die Bauhöfe helfen. Der Kreisbauhof wird unterstützen, aber alles abgestimmt, koordiniert über die Stadt Paderborn, damit das wirklich koordiniert läuft. Ja, an dieser Stelle kann ich nur sagen, wir sind tief betroffen. Danke, Herr Rüther, für Ihre Ausführung. Herr Hettler, bitte. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich bin derjenige, der polizeilicherseits diesen Einsatz von Anfang an geleitet hat. Eben ist es schon gesagt worden, nicht nur das Kreishaus, auch das Polizeidienstgebäude ist mitten im Zentrum dieser zerstörenden Schneise gelegen. Ich selbst habe um ca. 17.15 Uhr, 17.20 Uhr wahrgenommen, dass bei uns im Innenbereich so eine Art Windhose tatsächlich da durchgegangen ist. Dieser Tornado hat uns direkt erwischt und wir sind auch direkt betroffen gewesen mit einer Vielzahl von abgeknickten Bäumen, zerstörten Fahrzeugen, sehr vielen beschädigten Fahrzeugen. Ein Dach ist abgedeckt worden von einem Polizeidienstgebäude. Und von da an ging es die nächsten Stunden ununterbrochen los mit Notrufen, Anrufen und Einsätzen, die wir durchgängig im gesamten Stadtgebiet, aber auch darüber hinaus abgearbeitet haben. Wir haben intensiv zusammengearbeitet, sowohl mit der Feuerwehr als auch mit der Stadt und mit den Rettungsdiensten. Wir haben Verbinde ausgetauscht und jetzt muss ich ein paar kritische Worte auch sagen. Die Bereitschaft zu helfen war immens, man hat das sofort gesehen, aber einige der Bürgerinnen und Bürger waren auch so frei und so dreist, Absperrbänder zu missachten, in Gefahrenbereiche sich zu begeben und die Aufräumarbeiten und die Rettungsarbeiten auch in Teilen zu behindern. Das hat uns unheimlich Arbeit gekostet. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, die Gefahrenlage ist noch nicht vorbei. Es gibt noch ganz viele Stellen in der Stadt insbesondere, wo noch die Feuerwehr insbesondere und die Dachdecker und Ähnliches arbeiten, wo herunterhängende Teile noch geborgen werden müssen von den Dächern. Da sind in der Regel Teile der Straßen und der Gehwege abgesperrt, abgeflattert und es kommt immer wieder vor, dass sich Einzelne einfach nicht daran halten. Also hier nochmal mein Appell an alle anderen, die sich nicht daran halten. Jede Behinderung, ich sage da nichts Neues, muss ausgeschlossen werden. Die Rettungskräfte müssen frei arbeiten. Schaulustige haben in der Innenstadt nichts zu suchen. Und da auch nochmal deutlich, auch die begeben sich in Teilen in Lebensgefahr, was wir vermeiden wollen. Zu den Zahlen, die Einsatzzahlen, hier ist es gerade genannt worden, weit über 100 konnten wir in der Spitze überhaupt nicht mehr zählen. Auch die Anrufe sind durchgängig gewesen. Wir haben ganze Straßen absperren müssen, zusammen mit der Feuerwehr. Wir haben regelmäßig dort uns ausgetauscht und unterstützt. Wir haben in den eigenen Bereichen einen verletzten Kollegen, Herr Rüther, der Behördenleiter, hat es gerade gesagt,
Das war in der Ausgangslage dieses Tornados. Da hat ein Einsatzmittel einen Verkehrsunfall aufgenommen. Der Kollege ist während der Verkehrsunfallaufnahme von einer Windböe erfasst worden und mehrere Meter sich überschlagend über die Straße gerollt. Hat zwar diesen Einsatz weiter wahrgenommen, hat auch bis relativ zum Schluss, bis kurz vor Mitternacht auch noch Dienst gemacht, hat sich dann aber krank gemeldet und hat sich in ein Krankenhaus begeben. Von der Seite auch nochmal an ihn, aber auch an alle gute Besserung. Und auch noch ein Hinweis zu der schwerstverletzten Person. Die Person ist zunächst in einem Paderborner Krankenhaus behandelt worden, ist dann im Laufe des Tages verlegt worden in eine Spezialklinik nach Bielefeld, dort operiert worden. Ich habe heute Morgen noch mal nachfragen lassen. Der Person geht es etwas besser, so ist mir gesagt worden, aber sie schwebt immer noch in Lebensgefahr. Das muss man so sagen. Von daher hoffen wir, dass diese Person, aber auch alle anderen, sich möglichst schnell erholen und wieder gesund werden. Das erstmal aus Sicht der Polizei. Vielen Dank, Herr Edler. Ich möchte Herrn Schmitz bitten, aus Sicht der Paderborner Feuerwehr die Lage zu erörtern. Ja, auch von meiner Seite guten Morgen. Wir sind gestern. Wir waren hier noch relativ stark vertreten aufgrund einer Dienstbesprechung, auch vom Tagesdienst. Insofern sind wir um 17 Uhr eigentlich durch zeitgleiches Auflaufen von 5 Brandmeldeanlagen, bedingt durch Stromausfall, durch den Tornado, alarmiert worden eigentlich zu Brandmeldeanlagen und waren natürlich nachher sehr überrascht, als wir vor Ort feststellen mussten, dass eben der Tornado ursächlich dafür war. Und einer der ersten Einsatzstellen war der Linienbus, ein Gelenkbus, auf den 2 Bäume gestürzt sind. 6 Personen befanden sich noch im Bus, die Gott sei Dank unverletzt geblieben sind. Und Herr Bürgermeister Dreyer hat es eben schon mal erwähnt, im Dörener Feld, im Gewerbegebiet, wurde auch ein Fahrzeug getroffen von einem Baum. Dort waren 2 Personen eingeklemmt. Auch die konnten wir unverletzt befreien, sodass zumindest in dem Bereich keine weiteren schweren Verletzungen letztendlich zu beklagen waren. Von den 43 verletzten Personen mussten 39 vom Rettungsdienst versorgt und transportiert werden. Das war für uns am Anfang eine große Schwierigkeit, weil die Bäume, die auf den Straßen lagen, aber auch Trümmerteile, die Anfahrt der Rettungskräfte erschwert waren. Und aus dem Grund haben wir uns auch entschieden, vorrangig schwerpunktmäßig Feuerwehreinheiten, wir haben also Vollalarm für die gesamte Feuerwehr ausgelöst, schwerpunktmäßig Einheiten in die Gebiete zu schicken, primär zum Freiräumen und Freischneiden der Rettungswege, damit eben die Rettungsfahrzeuge möglichst schnell zu den betroffenen Menschen vordringen konnten. Insgesamt haben wir eben schon gehört, waren es über 400 Einsatzkräfte seit 17 Uhr gestern Abend im Dauereinsatz rollierend und wir haben dann natürlich, Landrat Christoph Rüth hat es eben auch nochmal erwähnt, überörtliche Hilfe nach unseren vorgeplanten Konzepten natürlich dann auch kreisweit eingesetzt und haben dann gestern noch bis in den späten Nachtstunden labile Bauteile, sei es von Dächern, sei es aus Bäumen, letztendlich beseitigt, um eine weitere Gefährdung von Leuten auszuschließen. Und wir sind heute noch damit beschäftigt, eben die Folgen noch zu beseitigen. Das in aller Kürze von meiner Seite.